Guten Morgen. Heute haben wir Mittwoch und es ist noch ganz früh. Es ist 8 Uhr in der... Da. Ja, da. 8 Uhr am Morgen. Luna hat jetzt schon ihre Flasche getrunken und ist eigentlich ganz gut drauf für das, dass wir alle hier irgendwie total erkältet sind, wie ihr vielleicht auch an meiner Stimme erkennen könnt. Luna hat uns da wieder irgendwas Tolles aus der Krippe mitgebracht. Da. Du warst hier, ja. Ja, jedenfalls habe ich total die Nasennebenhöhlenprobleme. Luna hat Husten und Schnupfen und Flo fängt jetzt auch schon an mit Schnupfen. Hey, lass mein Ohrring. Ja, der Vlog beginnt heute ein bisschen früher. Luna, hör auf. Der Vlog beginnt heute ein bisschen eher, dadurch, dass unser Tag auch eher gestartet ist. Also ich bin um 6:30 aufgestanden, habe mich fertig gemacht, weil ich jetzt später den Termin beim Neurologen habe. Luna bringe ich vorher in die Krippe. Und dann gucken wir mal, was dieser Tag noch so in sich hat. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem heutigen Video. So, hallo. Mittlerweile haben wir schon kurz vor 1. Ich hole jetzt Luna gleich aus der Krippe ab. Hat ganz schön lange gedauert, dieser Termin beim Neurologen. Und ich wurde komplett von Kopf bis Fuß durchgecheckt. aber ich bin kerngesund, Gott sei Dank. Hatte ich ein bisschen Bammel davor, dass da ein komisches Ergebnis rauskommt, wenn es so um die Nerven geht. Die Suche geht weiter, woher dieser Schwindel kommen kann. Also der Neurologe vermutet wohl auch, dass es von Verspannungen und so weiter halt eben kommt. Muss ich jetzt dann mal mit meinem Orthopäden weiter abklären, wie man dann quasi weiter vorgeht, wenn der Befund bei meinem vom Neurologen bei meinem Orthopäden ist. So viel zu meiner Gesundheit. Erst habe ich gedacht, ich schaffe das gar nicht, weil die Untersuchungen wirklich lange gedauert haben. Aber jetzt kann ich Luna doch selber von der Krippe abholen, Gott sei Dank, mein kleiner Mucken. Und dann werde ich hier ein bisschen für Ordnung sorgen müssen. Hier ist wieder einiges liegen geblieben. Und Anna und Klaus kommen uns heute Abend besuchen. Ganz spontan haben unsere Männer sich verabredet, weil Flo und Klaus irgendwas zusammen am Computer machen. Also Klaus erklärt irgendwas, Flo am Computer. Und Anna hat dann natürlich die Gelegenheit genutzt und gesagt, halt, stopp, ich gehe mit, dann besuche ich Steffi. Und da kommen dann auch natürlich die Kids mit. Das heißt, es wird hier wieder Full House bei Lumelovu. Und da möchte ich jetzt auch nochmal den Boden komplett reinigen, weil Anna hat ja auch den kleinen Leon mit dabei. Und der flitzt ja dann doch am Boden rum und spielt. Und die zwei anderen Racker dann auch. Und rauswischen muss ich sowieso. Das mache ich dann später noch, wenn Luna jetzt schläft. Wenn ich sie hole. Außer sie hat in der Krippe geschlafen, aber das glaube ich nicht. Das macht sie ganz selten. Ja, dann holen wir jetzt auf jeden Fall mal meinen kleinen Moggi ab. Den ich schon schmerzlich irgendwie vermisse heute. Und ja, dann sehen wir uns einfach später. Mittlerweile haben wir schon kurz nach 3. Ey, meine Nase. Es tut so weh mittlerweile. Die ist schon so offen, obwohl ich schon die softesten Soft-Soft-Tempos verwende. Aber, oh, schon ganz rot. Naja, ihr müsst mich eben so ertragen. Luna schläft. Das war jetzt alle, oder ging jetzt alles so schnell nach der Krippe, weil die ultra müde war und auch noch reingepfeffert hatte. Deswegen musste ich ihr erstmal eine neue Windel anziehen und dann war sie schon so K.O., dass ich sie gleich oben hingelegt habe und da lief jetzt die Kamera nicht. Ja, jetzt habe ich ein bisschen meinen Haushalt geschmissen, so wie ich es schmeißen kann.
wenn wir dann später Besuch bekommen. Anna und ich haben nämlich jetzt auch ausgemacht, dass wir zusammen essen. Also wir bestellen dann irgendwas zu essen und essen zusammen. Und jetzt mache ich mich so lange, wie Luna noch schläft, weil ich lasse sie jetzt einfach ein bisschen länger schlafen wegen unserem Besuch heute Abend. Und geht sie halt ein bisschen später ins Bett. Mache ich mich über die letzte Kiste von Lunas kleinen Minisachen. Ey, Flo und ich sind so am Kopf schütteln, wir können das gar nicht glauben, dass Luna mal so klein war, aber das wird wahrscheinlich jede Mami oder jeder Papi kennen, dass man das einfach nicht glauben kann, wie klein so Mäuschen mal waren. Ja, und es wirklich alles so schnell geht, bis sie dann rumflitzen und kleine Menschlein werden. Ja, das sortiere ich jetzt noch aus in der Zeit, in der Luna schläft, sonst bringt die mir da ja wieder Unordnung rein. Und dann gucken wir mal, wie sie drauf ist, wenn sie wach ist. Aber jetzt erst nochmal die Klamotten aussortieren. Wir haben jetzt schon 20 vor 4, glaube ich, oder so. Also Luna hat jetzt ultra lange geschlafen. Ultra lange geschlafen und jetzt ist sie gerade von alleine aufgewacht und läuft schon wieder an unsere Haustür, weil da draußen ein Bagger ist. Und den findet sie so toll. Bist du ein kleiner Junge? Jungs finden doch Bagger immer nur cool. Du auch, ne? Obwohl du ein Mädchen bist. Willst du mal Hallo sagen? Hm? Schau mal. Willst du mal Hallo sagen? Nicht? Hat wohl noch keinen Bock. Aber die ist, wie gesagt, erst gerade aufgewacht. Flo hat jetzt auch gerade geschrieben, der kommt jetzt dann auch von der Arbeit. Oh. Fregerli. Und ja. Jetzt gebe ich ihr erstmal was zu trinken, weil ich glaube, die hat ganz schön Durst und hat nämlich auch ganz schön geschwitzt jetzt beim Schlafen. Oh, mein Hustenbaby. Wollen wir mal was trinken? Ich habe dir schon was eingeschenkt. Warte mal. Luna wollte so ein Fruchtriegel essen. Naja, gibt's später Obst, ne? Jetzt isst erstmal den schön auf. Okay, bist du jetzt wieder besser drauf? Ja, gut, dann bin ich beruhigt. Klamottenmäßig bin ich durch, also ich habe alles aussortiert, nur noch in Lunas aktuellen Kleiderschrank, glaube ich, befinden sich auch noch ein paar Größen, die sie gar nicht mehr tragen kann, weil sie schon zu klein geworden sind, also die Größen, die sortiere ich noch nach, aber dann ist es für den Basar jetzt doch überschaubar geworden. Ja, ihr werdet es dann natürlich mitbekommen, wenn diese Sachen bei Instagram online gehen, vielleicht ist ja die eine oder andere Mami dabei, die was sucht oder was braucht. Ich kaufe auch ganz viel gebrauchte Sachen, wenn sie halt noch gut in Schuss sind. Und ja, mal gucken. Ne? Was ist denn los? Hey, der Papa kommt jetzt gleich wieder heim. Juhu! Papi knutschen. Deine Nase läuft schon wieder. Aber es ist ja auch kein Wunder. Ja, oh, und husten, ne? So was Blödes. So was Blödes. Alle sind wir erkältet. Hm? Schon wieder, ne? Naja. Bist denn du so kuschelig? Noch ein bisschen moggeln? Heute Abend wird genug rumgeräubert. Bevor der Finn und der Leon kommen, muss ich dir aber nochmal die Fingernägel schneiden. Ey, die sind lang, die wachsen wie Unkraut. Und meine Fingernägel muss ich neu lackieren, schon mal wie die aussehen. Sag mal hallo, hallo. Hallo, hallo. Du Rotzglockenbäder. Und der Träne läuft auch runter. Es sehen alle, dass du eine Rotzglocke hast. Oh, hab. Nase putzen erstmal. Luna hat eine Banane. Nanananananane. Ja. Eine Banane, ne? Super! Hast du schon eine Banane alleine?
Stopp, nicht rumlaufen mit Essen. Bleib stehen bei der Mama. Bleib am Tisch stehen. Nicht rumlaufen, wenn man was im Mund hat. Das ist gefährlich. Ich glaube, der Papa kommt. Luna kann schon alleine vom Sofa runter. Nein, es ist dem Papa sein Handy. Hey! Jetzt ist Luna gerade alleine aufs Sofa gekommen. Ich kriege einen Herzinfarkt. Also, dass es so selbstständig alleine ganz gut runterkommt, das war jetzt schon die ganze Zeit der Fall, wenn wir halt trotzdem noch aufpassen halt. Aber dass sie jetzt tatsächlich schon mal schafft, alleine da hochzukrabbeln. Das gibt's ja gar nicht. Du Freckerli, du bist schon viel zu groß. Das sind deine Klamotten als Baby. Mama. Ess mal dein Wienerle. Hm? Weiß mal nein, du Wurstkind. Wie isst denn du ein Wienerle, du Quatschkopf? Jetzt machen wir mal auf die Klamotten noch Preise drauf, Luna, und dann räumen wir sie weg, dass wir heute Abend hier Platz haben, ha? Beziehungsweise der Papa und der Klaus. Papi will rein. Papi will rein. Grüß Gott. Grüß Gott, die Damen. Luna ist immer noch schlecht drauf. Na, dass du schlecht drauf bist, wenn der Finn kommt. Der freut sich falsch schon voll auf dich. Luna ist jetzt sauer, weil sie nicht mit dem Kugelschreiber malen darf. Da kann die stundenlang jetzt jammern, bis sie den Kugelschreiber bekommt. Aber das sage ich natürlich so. Nur. Nö. Mal kurz in den Spiegel schauen. Der Flo sagt, dass das Aufgeritzte hier ganz schön krass aussieht. Nicht, dass ich da rumlaufe vor der Kamera wie ein Gurk. Und ich will noch ein bisschen Puder auflegen, wenn Anna dann kommt. Die vloggt ja auch. Da muss ich natürlich auf ihrem Video auch ein bisschen, ja, zurecht gemacht aussehen. Eigentlich muss ich noch heute Abend dringend duschen. Also mal gucken, wann die heimgehen, wie spät es ist und dass ich dann auf jeden Fall noch dusche. So. Ja, stell sie wieder hin, mach mal aus. Aus. So. Und jetzt gehen wir wieder runter. Komm. Lass es bitte mal stehen. Stehen lassen. Oh. Geh mal wieder runter. Mach mal das Licht aus. Unten noch. Hey, super. Luna ist schon eine ganz tolle Hitze. Jetzt sind sie da. Servus. Servus. Drüber sollst du was haben. Freilich, da räumt sein Büro ein wenig auf. Such mal Maus. Gleich aufmachen. Nein, der Fluss holt seine Maus, stimmt. Ja. Siehst du? So. Ja. Bist du jetzt ein wenig besser drauf, wenn der Finn da ist? Sag nein. Hat er gleich gesagt. Wir haben jetzt unsere Männer weggeschickt, weil wir müssen natürlich zu Hause bleiben wegen den Kindern, unser bestelltes Essen zu holen. Wir haben griechisch bestellt, da freut sich jetzt schon jeder voll drauf. Luna ist, glaube ich, irgendwie schon wieder müde, oder was heißt schon wieder, aber sie war
im Gegensatz zu den anderen Tagen heute vergleichsweise schlecht drauf. Sogar als jetzt Finn gekommen ist, hat sie öfter mal geweint und ich musste sie nehmen. Keine Ahnung, was heute mit ihr los ist. Jetzt macht sie gerade wieder Quatsch. Quatschkopf. Ja, und dann speisen wir zusammen und dann gucken wir. Oh, jetzt hat Leon gerade geweint. Anna ist auf Toilette. Aber ich glaube, jetzt sind auch die Männer schon mit unserem Essen da. Nur schön sitzen bleiben. Schau mal. Lieb sein. Ei, genau, mach Ei. Super. Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine and got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile. So, Luna ist müde, die hat jetzt schon ihre Flasche getrunken und ich bring sie jetzt ins Bett. Sagst du noch schön tschüssi, tschüssi? Mach alle alle tschüss. Ja, mach alle alle. Tschüss, Finn. Gute Nacht. So. Morgen gehen wir in die Badewanne, ne? Morgen Abend. Wenn die Mama von der Arbeit kommt, machen wir das gleich. Was? So, prima. Oh, hoch. Komm her, Chef. Was meinst du, wie kostet das? 8,50. Oh nee, der Salat. Klaus, jetzt lass der Geld stecken, das ist der Stundenlohn für die Nachhilfe heute am Computer. Ja, genau, völlig. Hör auf jetzt. Die All About Anna, die All About Anna Gang geht jetzt heim. So, die All About Anna Gang ist jetzt nach Hause gefahren und ich beseitige jetzt noch das Chaos, wie jetzt drei Kinder bei uns hinterlassen haben. Lauter Stolperfallen. Die werden jetzt noch aufgeräumt. Und Flo räumt noch die Sachen im Esszimmer weg, also die Essenssachen und so weiter. Und dann hüpfe ich noch schnell unter die Dusche und dann auch schon zappi-zarabi ins Bett. Wir haben ja jetzt doch schon nach 21 Uhr. Und ich muss morgen früh um 6 wieder aufstehen. Dann hoffe ich, dieser Vlog hat euch gefallen und ihr guckt beim nächsten Video wieder mit rein. Und bis dahin sage ich wie immer, tschüssi, bis zum nächsten Mal.